Wasser trinken. Ravens Vater erklärt sich betrunken einverstanden und lallt, einige versprechen sich zu bessern. Viele der Zuschauer schnauben und rollen mit den Augen, aber sie wenden sich wieder ihrem Alltag zu. Du bezweifelst, dass es allzu lange dauern wird, bis Ravens Vater wieder etwas anderes als Wasser zu trinken findet. Egal, was du sagst. Verdammter Säufer! Wüter! Ertönt ein Schrei aus dem hinteren Teil der Karawane. Er kommt von Ravens Vater, dem Dauersäufer, der auf dich zustolpert. Sehr nüchtern sieht er nicht aus. Er schreit noch einmal und zeigt auf einen Punkt in der Ferne. Die Karawane verfällt in Angst und die Kämpfer ziehen ihre Waffen. Doch die ausgeschickten Kundschafter können nichts finden. Bald ist Ravens Vater wieder von wütenden Männern umringt. Wir verbannen ihn jetzt mal. Ich glaube, das ist das Beste. Die kümmerlichen Habseligkeiten des Mannes und einige Vorräte werden auf einen Haufen geworfen, während alle anderen weiterziehen. Er wird locker an einen Baum gebunden. Du nimmst an, dass er sich losbinden kann, sobald er nüchtern ist. »Bitte, ich schwöre«, fleht er hinter dir her, als er endlich seine Lage erkennt. Ob seine Wüter Einbildung waren oder nicht, du rechnest nicht damit, ihn wiederzusehen. Minus ein Clanmitglied, süß. Once a strong, thriving city, the walls of Frostwetter now just keep the howling winds at bay. With luck, they'll hold out against Dredge as well. Du drängst dich durch die zahllosen, bleichen, eingesungenen Gesichter, die seit Tagen vor Frostfälle festgefroren zu sein scheinen. Die Tore sind geschlossen. Am Fuße des Hügels hältst du an. Ja, jetzt wird's wieder spannend. Das sieht nicht gut aus. Warum sind so viele Leute auf den Feldern? Wir können nicht einfach so im Freien bleiben. Otleif findet dich zwischen den zahlreichen Flüchtlingen. Rook, ich habe mit ein paar Frauen hier gesprochen. Es wird niemand in die Stadt gelassen. Weswegen? Sie ist überlaufen mit Wahl aus Blotzbalkre und Grauhorn, Leuten aus Bitra und allen Dörfern in der Nähe. Die Wüter sind überall. Und das Oberhaupt von Frostfeller hat sich in seiner großen Halle verbarrikadiert. Da haben sie die Tore geschlossen. Wenn die Wüter kommen, färben sich diese Hügel rot. Wir müssen da sein. Da rein. Da sein natürlich auch, ne? Tja, ich will mehr über das erfahren, was drin vor sich geht. Es sind viele Leute bei den Rasthäusern und den Toren versammelt. Wir könnten herausfinden, was sie wissen. Wie sollen wir denn da reinkommen? Das Tor ist doch zu. Ich kann das Tor öffnen. Mal sehen, ob es eine andere Möglichkeit gibt, bevor wir die Tore einschlagen. Ich wollte es nicht einschlagen, nur sehr stark drücken. Das ist so geil. Ja, ich liebe es wirklich, so geil. Der Humor ist auch nett. So, ich würde sagen, wir... Ups. Hatten jetzt gerade irgendwie ein paar Schwierigkeiten, okay. Plus ein Rüstung in Ruhe. Nein. Plus zwei Rüstung. Das ist natürlich geil. Was haben wir hier sonst noch? Schützt vor Tod, sofern Stärke ungleich 1. Das ist natürlich auch richtig nice. Plus zwei Rüstung in Ruhe. Also das ist natürlich gut hier. Plus zwei Rüstung an sich. Ich bin ja eigentlich schon... Ich würde es gerne nehmen. Ich würde es wirklich gerne nehmen. Oder den hier. Ring mit der Gravur Katharine von Vespremsch. Einer begabten Heilerin, die alle bis auf den schwersten... Das ist beides geil. Aber es wären 30 und wir haben... Wie viel haben wir? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Komm, weißt du was? Wir nehmen die beiden jetzt einfach. Und wir nehmen... Oh, mehr können wir gar nicht. Wir nehmen alles an Vorräten, was wir kriegen können. 17 Tage. Aber ist nun mal so. Werden wir auf jeden Fall brauchen. Können wir nochmal zu den Heroes gehen. So, Oddlife ist Level 3. Die... ist natürlich alles hier ein bisschen...
nehmen wir denn da jetzt? Bin ich hier so ein bisschen auf dem Schlauch gerade? Was war das? Ein Plus-Rüstung-Stärke. Das ist natürlich auch gut. Das sollte sie behalten. Ich bin gerade am Plan, was ich mit den anderen denn mache, wenn die auf Level 3 sind. Du hattest dieses Bjarken-Dingen hier. Grumpf. Wir nehmen erstmal das hier. Oder? Ne, komm, nehmen wir das. Und das kriegt dann hier einer von den Nahkämpfern. Weil wenn die manchmal ist es so, dass die von so einem großen Typen sofort attackiert werden können, dass der die umrundet oder so, dann sterben die nicht sofort, das ist gut. Weil die sind dann meist mit einem Schlag kaputt. So, ich würde sagen, wir rasten dann einmal. Ihr verbringt einen ganzen Tag bei den Rasthäusern. Jeder erzählt die gleiche Geschichte. Das Oberhaupt hat sich in der großen Halle verschanzt und die Tore schließen lassen. sorry. Es sind zahlreiche Verwundete hier, stellt Alett fest. Wir können ihnen helfen. Das Gasthaus ist zum Bersten voll mit Flüchtlingen, Kranken und Verwundeten. Es ist sehr laut. Können die Verwundeten natürlich versorgen, das... Na komm, wir machen das einfach mal. Alett, Oddlife und weitere Leute aus der Karawane verbringen den Tag mit dem Behandeln von Wunden, die überwiegend den Schützen auf den Mauern zu verdanken sind. Eine Frau hat gesagt, dass die Stadt Wagen mit Lebensmitteln herumschickt, erzählt Oddlife. Das könnte eine Möglichkeit sein, reinzukommen, gibt Iva zu bedenken. Wenn sie das nächste Mal einen Wagen schicken, bringen wir ihn wieder rein. Oddlife protestiert, das dürfte nicht nur zu einem Kampf führen, sondern auch dazu, dass die Flüchtlinge nichts zu essen haben. Abwarten und sie zur Rede stellen, würde ich sagen. Halt dein Schwert unten, bis es gebraucht wird, sagst du, Alva. Wir verhandeln, wenn sie nicht auf Kampf bestehen. Früh am nächsten Tag entdeckt ihr, wie ein weiterer Wagen das Stadttor verlässt. Als die Flüchtlinge das Essen erhalten haben, nähert ihr euch. Halt, mein Freund wollte mit euch reden. Ich wollte es nicht. Ich glaube, ich weiß, warum nicht. Wenn wir wüssten, dass hier draußen noch mehr Kämpfer und Wahl sind, hätte Ekkil euch vielleicht in die Stadt gebracht. Wer ist Ekkil? Er ist da oben zuständig. Zuständig wofür? Ach, das erklärt er besser selbst. Gut, gehen wir. Er nickt. Ihr folgt ihm zu den Toren, die für euch geöffnet werden. Ein Mann in Schwarz kommt euch entgegen, als ihr eintretet. Was zum Abgrund ist das? Der Mann befiehlt seiner Wache, die Türen wieder zu schließen, bevor andere Flüchtlinge aufmerken. Du sagtest, dass du Kämpfer willst. Habt ihr vom Oberhaupt gehört? Versteckt sich angeblich in der großen Halle. Ach ja, im Grab wohl eher. Er ist Wurmfutter, falls das nicht klar war. Was ist hier geschehen? Sobald klar war, dass Wüter kommen, wurde jeder, der keine Axt schwingen kann, einen Kopf kürzer gemacht. Das ist jedenfalls die Zusammenfassung. Hier bekriegen sich mindestens drei Klane wegen Boden und Essen. Und die schlimmsten sind die verfluchten Wahl. Er beäugt Iva und zuckt übertrieben die Achseln, als würde er nur das Offensichtliche feststellen. Wir sind hier gefährdeter als draußen? Sieh mal, ich war hier zuständig, bevor alles im Bach unterging. Ihr habt Leute, die kämpfen können, und ihr habt eure eigenen Wahl. Das ist was wert. Ich kann euch in der großen Halle sicher unterbringen. Ihr kämpft für mich und gewinnt Frostfälle zurück. Ich schlage mich nicht auf eine Seite. Es ist so schwierig zu beurteilen, wann die Guten zu den Bösen werden. Bitte, macht die Schafe los und passt auf euch selbst auf. Was kümmert es mich? Ich will jetzt nur von den verdammten Straßen runter. Überlegt euch genau, was ihr wollt. Wir schlagen uns schon durch in Frostfälle. Du merkst, wie Ekkil dich sofort taxiert. Eine Hand beim Axtstiel. Dann schnaubt er und überlegt es sich anders. Dann viel Glück. Hoffentlich kommen wir uns nicht mal ins Gehege. Die Tore sind geschlossen und Ekkil und seine Männer verschwinden durch dunkle Gassen. Hoffentlich wissen wir, was wir tun. Wir improvisieren die ganze Zeit, Alva. Kapitel 3. Sie schliefen nur wenig. Weiter mit Hakon und seinem Trupp.
Arkon, wir sind zurück. Ich konnte etwa so viele Krieger aus Strand holen, wie du wolltest. Waffen sogar mehr. Sondervorräte auch. Du hebst den Kopf. Erst jetzt merkst du, dass Mogere mit dir redet. Seit Vognir tot ist, erwartet jeder, dass du die Entscheidung triffst. Es ist ermüdend. Arkon? Ich hab dich gehört. Ich sagte, dass die Wahl zurück sind, die wir nach Strand geschickt haben. Der Statthalter hat uns von dem, was wir wollten, das meiste gegeben. Immerhin. Hat er sich sehr gesträubt? Etwas. Ich glaube, er war nicht glücklich, dass wir seine Krieger mit seinem Geld gekauft haben. Außerdem bestand er darauf, dass wir einen Lakaien mitnehmen, der auf sein Eigentum aufpasst. Ein Mann mit Namen Eirik. Eirik? Den habe ich getroffen. Er schien mir recht fähig zu sein. Einerlei. Der Statthalter wird es verwinden müssen, wenn er nicht will, dass die Wüter sich in seinen Straßen drängeln. Als du unterwegs warst, haben wir alle Schlacken kalt gemacht, die hier durchgekommen sind. Dann genug geplappert. Bist du sicher, dass deine Wunde verheilt ist, Ludin? Ich finde auch, dass du schon, ich finde auch, dass schon genug schiefgegangen ist. Sollte dem Prinzen auf einer Friedensmission etwas zustoßen, das Bündnis wäre am Ende. Oder schlimmer. Sie haben recht, Ludin. Geh nach Strand zurück. Wieso? Seid ihr nicht die sagenhaften Wüterschlechter? Warum habt ihr sie so weit nach Süden kommen lassen? Wir sind ja nicht die Weltenschlechter. Pass auf, was du sagst. Wenn sie hier sind, ist in Schlittwa etwas schiefgegangen und du solltest nicht hier sein. Wir müssen dies ja doch irgendwann tun und ich mach das nicht alles noch einmal mit. Entweder bringt ihr uns jetzt durch die Wanderstraße oder ihr tut eure Arbeit und tötet ein paar Wüter. Ludin grollt und wendet sich abrupt ab. Er stampft zu seinem Ring aus Zelten und Gefolge zurück. Mit so vielen Leuten ist die Wanderstraße gar nicht drin. Ich könnte dem Knaben mit einer Hand den Schädel knacken. Wenn Ludin unbelehrbar ist, musst du damit zurechtkommen. Lass dich nicht von Ludin irre machen. Gehen wir, ich kann diese Müllkippe nicht mehr sehen. Was sage ich den Kriegern, Hakon? Das hier, das ist so typisch Wahl, glaube ich. Gut, gib den Befehl und wir brechen auf. So typisch Wahl, finde ich. So, wir machen jetzt die Mutter kaputt. Wir gucken erstmal hier unsere Leutchen an. Wir haben jetzt natürlich auch wieder weniger Ansehen. Dich können wir erstmal befördern, sehr schön. Das haben wir ja nicht mehr geschafft. Du kriegst das hier und auf jeden Fall nochmal so einen Rüstungspunkt. Okay. Dich können wir auch befördern. Will ich das tun? Nein, erstmal nicht. Ah, und wir machen das nochmal anders. Ich möchte Mogere vorne haben, dann Hakon. Glaube ich das? Ja, passt schon. Oder? Verdammt! Ja, wird schon passen. Gehen wir mal zuerst zu... Du hast ihn gut gekannt, nicht? Vognir? Nein. Ach, ich weiß nicht. Ich erinnere mich an ihn. Er war ständig in wichtigen Angelegenheiten unterwegs. Richtig gekannt habe ich ihn nicht. Ich habe nur selten mit ihm reden können. Öfter als ich aber schon. Das kann sein. Wenn er sprach, hörten die Wald zu. Das wusste ich. Da könnte ich Hilfe gebrauchen. Der Schreiber lehnt sich zurück und erwägt den Gedanken. Ich habe es schon schlimmer gesehen. Sie respektieren dich wegen deiner Fähigkeit, mit einer Axt umzugehen. Sie müssen dich deiner Taten wegen respektieren. Aber du sprichst nicht mit den richtigen Wahl. Mogere hat was drauf. Ich kann nur eine Schreibfeder führen. Sag nur das mal. Weißt du, wie alt ich bin? Darf ich fragen? Ich stehe im Wettbewerb, weißt du? Niemand weiß, wie alt wir Wahl werden können. Auf natürliche Art. Einen gibt es, der heißt Snorri. Der hat mir ein paar Jahre voraus. Hockt in Grofheim und lässt sich graue Haare wachsen. Der Bastard könnte mich glatt besiegen. Dann ist da noch Krummere. Der ist auch nahe dran. Aber der Hohlkopf ist noch für jeden Kampf zu haben. Vermutlich beißt er vor mir ins Gras. Obwohl... Der Schreiber macht eine Geste, wie um dich an die aktuellen Umstände zu erinnern. Du schmunzelst.
Der Punkt ist, welche Rolle spielt das? Ich bin nur noch ein Laufbursche von Jorundere. Weiß nicht mal mehr die Hälfte von dem, was ich getan habe. Daher das Tagebuch? Daher? Mach mich nicht wichtiger, als ich bin, Hakon. Na schön. Dann fragen wir doch mal, was schreibst du denn da rein? Wie meinst du das, was ich schreibe? Ich schreibe auf, was geschieht. In Aberrang haben sie ein Banner dafür, weißt du? Du meinst das lange Banner? Ja, die Magier haben etwas gewebt, das seine eigene Geschichte aufschreibt. Willst du wissen, was ich davon halte? Ich traue ihm nicht. Nein? Es erzählt eine ausführliche Geschichte. Ich glaube, die Knappen sind wertvoller. Wessen Geschichte schreibt es denn auf? Meine? Ihre? Ludins? Mögen es die Götter verhüten. Ha, du Relikt. Die Götter sind schon lange tot. Oh, tatsächlich? Muss die Macht der Gewohnheit sein. Götter, woher soll ich das denn wissen? Ich habe sowas noch nie gesehen. Machst du dir Sorgen? Ein paar Wal in der Karawane denken, dass die Welt untergeht. Andere halten das für das Beste, was passieren konnte. Keine finsteren Monate mehr. Wie auch immer, wenn es das Ende ist, bin ich bereit. Und wir anderen? In den Abgrund mit euch. Ha! Ich habe schon mehr Hügel überwunden als ein Pferdebürtiger mit Rachsucht. Mach dir um mich keine Gedanken. Okay. Okay, okay. Dann sprechen wir mit Mogre. Ich würde dich fragen, wie du mit Vognis Tod zurechtkommst, aber ich kenne die Antwort schon. Tust du das? Du bist unerschütterlich, alter Mogre. Das ist gut. Die meisten Wahl kenne ich, aber sie sind nicht unter meinem Kommando. Sie kamen, um Vognir zu folgen. Um ehrlich zu sein, ich wäre auch nicht gern an deiner Stelle. Wolltest du nie Befehlsgewalt haben? Mehr als jetzt? Gib mir mehr Seil und ich hänge mich dran auf. Das bezweifle ich. Ich vergesse immer, dass du damals nicht dabei warst. Früher hatte ich mal mehr Seil. Ich habe mich dran aufgehängt. Nein, ich will keine Befehlsgewalt haben. Bedien dich. Danke. Wenn so viele Wahl zusammen sind, will die eine Hälfte sich schlagen, die andere will ihre Ruhe haben. Soll ich jemanden im Auge behalten? Da versuchen ein paar Clanführer, sich gegenseitig zu beeindrucken. Keine große Sache. Ich habe es unter Kontrolle. Die Krieger, die wir gerade aus Strand bekommen haben, sind nicht übel, aber ziemlich renitent. Warte ein paar Tage. Und ein paar stöhnen darüber, dass sie für dich kämpfen, statt für Vognir. Das sind die, um die man sich Gedanken machen muss. Was ist mit Ludins Männern? Die wollen nichts von mir wissen, das ist klar. Gibt es Probleme? Kann sein, Ludins Lieblingswal heißt Bersi. Ich weiß nicht, wo der herkommt oder warum er hier ist. Kämpfen kann der Bastard, ja. Aber er hat was an sich, was mir nicht gefällt. Sein Mädchen in Rot ist auch zum Fürchten. Irsa. Um ehrlich zu sein, sie ist wohl Ludins bester Krieger. Ich habe gehört, dass die Wal sie die Hexe nennen. Warum? Die Flammenpfeile vermutlich. Ein guter Trick, aber das Feuer erschreckt unsere Wal mehr als die Wüter. Ich verstehe es trotzdem nicht. Hexe? Sie sind nicht gerade Gelehrte, Hakon. Sicher haben sie größtenteils einfach Angst vor ihr. Das verstehe ich schon eher, aber nicht, dass sie davon erfährt. Mit so vielen Wahl? Nein, wir müssten sicher sein. Es könnte natürlich deftig zur Sache gehen. Ich bin nicht derjenige, der die Wahl in den Tod schickt. Ich kümmere mich lieber um mich selbst und fertig. Wer hätte gedacht, dass Vognir sich so einfach von ein paar Schlacken erschlagen lässt? Ja, habe ich ja schon gesagt. Ich frage mich immer noch, was passiert ist. Er hatte doch schon hunderte Schlacken erschlagen. Ich begreife es nicht. Sowas kommt vor, keine große Sache. Bestimmt hat es ihn noch mehr überrascht als uns. Obwohl man sich schon fragen muss. Ach, schon gut. Wie auch immer, ich kümmere mich um die Krieger. Kümmere du dich darum, keine Dummheiten zu machen. Das ist viel verlangt. Was wolltest du da über Vognir nicht sagen? Das sage ich lieber nicht, Hakon. Warum nicht? Das ist eine Angelegenheit, über die du grübeln würdest und du brauchst einen klaren Kopf. Lass das besser meine Sorge sein. Klingt wichtig, erzähl. Wie ist Vognir gestorben? Er ist in Wüter reingerannt, unerwartet. Wir fanden ihn mit dem Gesicht nach unten, als hätte ihn etwas von hinten erwischt. Hat er sich wirklich von irgendwelchen Schlacken besiegen lassen? Wer war noch dort? Du meinst Ludin? Vermutlich nicht, aber... Verdammt, wir sollten den Bastard im Auge behalten. Wenn du noch was siehst, sag mir Bescheid. Mach ich. Lass mich wissen, wenn du noch irgendetwas brauchst. Mach ich. Ja, Ludin, der... Ich sag ja, ich mag ihn nicht. Der ist mir unsympathisch.